Letztes Jahr war ich ja Dritter in der Formel ADAC. Das hat man natürlich andere Erwartungen für die Saison. Naja, die erste Saisonhälfte lief jetzt nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt schauen wir mal, was in der zweiten geht. Wir haben vielleicht über den Sommer das ein oder andere gefunden. Sehen wir jetzt am Nürburgring-Wochenende. Ja, ich glaube, durch die extreme Leistungsdichte, da kommt auch, braucht man einfach das Quäntchen Glück, sage ich mal, dass man da auch wieder heil durchkommt. Man hat es an den vielen Safety-Car-Phasen, glaube ich, gut gesehen. Und ja, wenn dann einfach auch vom, vielleicht auch vom Auto her, das ein oder andere Zehntel fehlt und auch vielleicht auch der Druck dann noch dahinter ist, weil die Erwartungen einfach extrem hoch waren dieses Jahr. Ja, dann ist natürlich, muss man damit umgehen können. Und jetzt schauen wir mal, wie gesagt, wie dieses Wochenende läuft. Bei jedem Wochenende komme ich natürlich hin, um zu gewinnen, ganz klar. Schauen wir mal, ob es dieses Wochenende klappt. Ich bin optimistisch.